Wir sind ThyssenKrupp Automotive Body Solutions und ein Best-in-Class-Karosseriebauer. Mein Name ist Thomas Hahn und ich bin hier am Standort in Wadern-Lockweiler im Projektgeschäft für die mechanische Fertigung zuständig. Wir haben 2021 eine Lösung gesucht, die uns hilft, die Lohnstückkosten zu reduzieren und haben uns dann entschieden für eine Lösung mit einer Roboterautomation, die uns hilft, die Stückzeiten und die Taktzeiten in den Griff zu bekommen. Mit Grob, die Zusammenarbeit hat sich als hervorragend erwiesen. Mein Name ist Ralf Birkle. Ich arbeite in der Projektierung bei der Firma Grob. Wir hatten die Anforderung, eine flexible Fertigung zu konzipieren für eine 6-Seiten-Bearbeitung für Serien- und Kleinserienteile. Realisiert haben wir das Ganze dann einfach durch die Kombination mit einem Palettenwechsler, der G350 Access und unserer Grob-Roboterzelle. Die Automation ist eine Roboterautomation mit Kresselgreifern. Und mit den Kresselgreifern werden die Werkstücke gegriffen und gespannt und werden dann direkt in die Maschine eingelegt, sodass wir wirklich gute Taktzeiten und Rüstzeiten realisieren konnten. Mein Name ist Frank Hein, ich bin seit 33 Jahren hier im Unternehmen und zuständig für die NC-Programmierung, mache die Systemadministration davon. So ausgeht davon, dass wir eine Anlage bestellt haben, die aus mehreren Komponenten besteht und als Prototyp zusammengebaut worden ist, sind wir sehr zufrieden. Die Anlage läuft mittlerweile einwandfrei tadellos. Die Erwartungen, die wir an der Maschine hatten, ist in der Zusammenarbeit mit der Firma Grob sehr gut gelaufen. Aus dem Produktbereich Standardprodukte haben wir öfter kleinere Serien und haben dazu eine Lösung gesucht, die uns hilft, diese kleinen Serien möglichst mannarm oder mannlos zu bearbeiten. Deswegen haben wir uns in der Lösung entschieden für Maschine mit Roboterautomation und mit Kressel-Greifspanntechnik. Die Firma Grob als GU konnte alle Partner rechtzeitig mit ins Boot nehmen und hat ein sehr gutes, für uns zufriedenstellendes Projekt geschaffen.